Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt mit Mikado Plays XD. Hallo. So, Landwirtschaftssimulator 2019, wir sind wieder am Start. Mikado hat mich gefragt, hey, zockst du nicht auch was anderes außer Minecraft? Dann habe ich gesagt, doch, Landwirtschaftssimulator 2019. Und dann sind wir drauf gekommen, wir machen ein Challenge-Projekt. Ja, genau, freut er sich. Yay. So, Mikado nimmt nicht auf. Bei mir wird es dann jeden Tag, Montag bis Freitag, wieder eine Folge geben. Ich denke, so wie gewohnt zwischen, muss man gucken, entweder 18 oder 20 Uhr. Und ja, wir starten das Projekt zu zweit. Eventuell kommen da noch ein paar Leute dazu. Das liegt aber an euch, weil wir suchen tatkräftige Lohnunternehmer, die uns dann unterstützen. Nicht wahr? Ja. Also, gerne bewerben. Passt schon, Quatsch. Was los? Probiert mich hier zu verarschen. Also gerne bewerben, einfach per E-Mail an varunamc@gmail.com und dann werdet ihr Antwort erhalten. Zu Vorgaben, ihr solltet einfach alt genug sein, um pflichtbewusst zu spielen. Ja? Das heißt nicht, dass ihr volljährig sein müsst oder wie auch immer. Folgenlänge ungefähr 20 Minuten und generell soll gesagt sein, Aufnahmezeiten sind freitags und dienstags. So, so viel dazu. Wir werden in der Nacht auf 60, also 60-fache Geschwindigkeit beschleunigen und am Tag auf 15-fach. Ist die Frage, ob wir das heute auch schon machen sollen? Hä, wo ist er denn? Da. Ja, ich würde mal sagen, ja. Dann machen wir das heute auch schon. Jeder darf maximal 2 Helfer benutzen. Und wenn Lohnunternehmer da sind, auch maximal 2 Lohnunternehmer. Das ist, denke ich, völlig ausreichend. Außerdem spielen wir ohne Unkraut und jeder darf maximal... Erstmal, oder? Oder wollen wir das... Erstmal? Ja, keine Ahnung. Wollen wir das erstmal rausnehmen oder wollen wir das halt komplett rausnehmen? Weil ich meine halt, später haben wir dann bestimmt ein bisschen mehr Geld und dann schaffen wir das dann bestimmt auch sowas zu bekommen, aber... Ich denke, das können wir dann noch entscheiden. Ich denke, das Hauptproblem wird sein, dass wir durch 60-fache Nachtgeschwindigkeit eventuell viele Ernten mit Unkraut dann haben. Naja, stimmt. Und das sehe ich als eher das größeres Problem. Und es darf jeder maximal, wie gesagt, 250.000 Kredit aufnehmen. Egal zu welchem Spielstand. Also später können wir uns natürlich größere Kredite nehmen, aber wir bleiben bei 250.000. So, diverse Mods sind drin, die werdet ihr im Laufe des Spieles sehen oder im Laufe des Let's Plays. Die müssen wir jetzt nicht alle einzeln kundtun. Die Lohnunternehmer, die dazukommen und mitspielen möchten, die müssen natürlich auch die Mods dann installieren. Aber die kriegen sie dann auch von mir. So, dann würde ich sagen... Achso, die Map. Die Map. Ja, stimmt, die Map musst du noch erklären. Hier, wir spielen auf der Zweisterhof-Map. Nee, ich hab nochmal nachgeguckt, die heißt Zweisternhof. Haben die ganze Zeit falsch ausgesprochen. Stimmt, Zweisternhof. Ich hatte letztens im Radio sowas gehört wie von wegen, ey, Wörter, die wir immer falsch aussprechen, weil wir denken, sie heißen so. Und genau hier ist es auch die Betonung. Zweisternhof. Ja, aber manchmal ist das dann bestimmt auch einfach so, dass man die halt falsch liest. Liest man dann so schnell drüber und dann liest man es halt so, wie es da steht. Genau. Liest dann einfach nicht die Wörter daraus. So, wir werden jetzt... Achso, Moment. Lohnunternehmen, wir gehen mal hier gerade rein. Du bist noch im... Ah doch, du bist bei dir drin. Wir haben hier... Jeder hat seine eigene Farm. Und eben die Lohnunternehmerfarm gibt es auch. Gut, dann können wir jetzt eigentlich starten. Jeder hat 1 Million Startkapital zur Verfügung und ich würde sagen, auf los geht's los. Wir haben uns Felder schon aufgeteilt. Ja, ja. Ich kaufe mal meine und Mikado kann vielleicht sagen, welche er kauft. Also ich kaufe mir erstmal Hof 2, dann kaufe ich mir wahrscheinlich diese 5
Feld 16 und Feld 41. Genau, so haben wir es ausgeschlüsselt. Genau. Ich kaufe nur Feld 1, Hof 3 und Wiese 1. Wir haben das so gemacht, dass jeder ungefähr gleich viel ausgibt, um Land und Hof zu kaufen. So. Also, los geht's. Ich kaufe mir als erstes das hier. Ja, und Wiese 5. Achso, du bist noch gar nicht so weit. Ich kaufe mir schon die erste Maschine. Ja, kannst du machen. So, ich habe mir so einen kleinen Plan zurechtgelegt. Ach, warte mal, der Shop. Könntest du einfach hinswitchen. Ja, aber ich glaube, daher, dass du da auch was holst, ist da, glaube ich, nicht genug Platz für uns. Doch, ich hole mir erst nach und nach. Also ist genügend Platz. Irgendwie habe ich aber, glaube ich. Ich habe keinen Ton der Maschinen. Was ist da los? So, nach dem ersten Tonproblem ist es jetzt, glaube ich, gefixt. Ich hoffe mal, ich höre hier was. Ja, ich höre meine Schritte. Okay, dann können wir jetzt starten. Wir müssen nochmal die Höfe kaufen. Beziehungsweise... Ach, die Höfe sind auch nicht gekauft, okay. Nein, wir müssen jetzt alles nochmal kaufen, was wir hatten. Erklärt haben wir es gerade schon. Und dann starte ich nochmal, wie gehabt, mit diesem Teil hier. Und diesem Teil. So. Bei mir sind die Felder aber, glaube ich, am meisten aus dem entfernt. Ne? Bei dir sind die ein bisschen weg, ja. Du hast ja 16, 21 und 2. Hof 2. Ja. Ich habe dafür nur 1. So. Aha. Jetzt sehen wir schon, was der Kollege sich gekauft hat. Kaufe ein bisschen günstiger den meisten. So, ich mache mich schon mal auf den Weg. Aber vom Prinzip her haben wir die ähnliche Masche drauf. Erstmal Drescher kaufen. So, zu den Zielen wollten wir noch was sagen. Genau. Wir müssen zu Beginn, beziehungsweise wir müssen 80 Schafe haben. 50 Kühe und 250.000 Gerste im Bunker. Und zu guter Letzt, um das abzuschließen, müssen wir schuldenfrei sein und 1 Million Euro auf dem Konto haben. Exakt. So, jetzt muss ich gerade überlegen. Ich hatte mir nämlich einen Weg ausgesucht, der eventuell ein bisschen kürzer ist. Vielleicht bringt uns das so 10 Sekunden oder oh so. Oh Gott, ich kann nicht gut hier Schneidewerkswagen tun. Oh ja, das nervt mich auch immer. Oh Gott, oh, ich hab's geschafft. Oh, sogar ganz gut aus. Bei mir fallen die oft dann während der Fahrt runter. Ja, bei mir ist das dann mal irgendwann auf einem anderen, auf einer anderen Map ist mir das mal passiert. Da ist mir der ständig runtergefallen, weil die Straßen so huppelig waren. Die Feldwege, die waren so huppelig. Da ist ständig runtergefallen. Oh, nein. Da war ein Häuschen im Weg. So, da muss ich mal gucken, wo fahre ich denn am besten lang? Oh ja, Entschuldigung, jetzt habe ich erstmal ein Schild umgefahren. Ja, aber die haben ja hier keine Kollision, oder? Nee. Also ich habe zumindest bisher noch nicht gesehen, dass man Schilder hier umfahren kann. Oh Gott, jetzt muss ich hier so einen Waldweg fahren. Ach ja, passt ja. Ah, du bist hier direkter Weg. Ja, ich fahre ja, auch ein bisschen über so Feldwege. Jeder Meter kann Feldwege, ich liebe Feldwege fahren. Ich habe das Straßen zu fahren, wirklich. Also im LS. Jeder Meter kann gespart werden. Was ist denn hier das eigentlich bei mir? Warte mal. Das möchte ich mir jetzt aber mal angucken. Erstmal kurz ausgemacht. Was ist denn das? Ach, ich kann nicht. Warte mal. Ach, ich kann Holz verkaufen. Ich habe hier so eine kleine Sägerei direkt nebenan.
Oh, das ist aber gemein hier. Das ist mein Nachteil. Bei mir ist alles ein bisschen weiter weg. Ja, stimmt, das nächste Sachen sind ja bei dir alle. Aber schauen wir mal, schauen wir mal. Aber das wird. Und der Drescher fährt so langsam. Oh, ich dachte gerade, ich komme hier nicht durch. Weil jetzt die Hälfte bei der Strecke hier oben ist das zugeschüttet. Warum fährst du denn nach Hause? Weil ich, ich hab keine Ahnung. Ich muss erst mal gucken. Oh, ja gut, dann. Ich bin blöd. Warte. Erstmal hier drehen. Strohablage ist an, das ist gut. Strohablage ist immer direkt an, oder nicht? Bin mir nicht sicher. Wir müssen die Geschwindigkeit noch erhöhen, gell? Ich hab gedacht, ich könnte schon ernten. Scheiße war's. Ach, warte, stimmt. Kann ich ernten? Oh, ich kann ernten. Ich kann bei beiden ernten. Warte, was denn? Dann haben wir einen kleinen Fail gelandet. Oh nein, ich hab Sonnenblumen. Oh. Ja, yeah, das hatte ich dir ja gesagt. Schön. Da war ja was. Da war ja was. Müssen wir gucken, dass wir schnell noch das hier kriegen. Traktor. Oh, 500 MS. Ach, jetzt geht's wieder. Oh, ich weiß, jetzt ein bisschen laggy. Also wir haben jetzt schon auf 15 erhöht. Das heißt, die Zeit rast. Ich kann schon ernten. Was bedeutet das? Nein. Kann ich jetzt auch schon ernten? Nee. Weil dann würde ich gerne noch einmal... Ach, wie viel Leistung braucht der? Das wollte ich schauen. Ach, irrelevant. Das ist ja gut. Ach, ich habe ja nur Holland. Sicher ist jetzt. Ich dachte die ganze Zeit, das wäre irgendwie so ein... Keine Ahnung. Und so ein gelber Mitrecher halt. Oh. So, wir brauchen dann irgendwas mit Pflegebereifung. Wir nehmen gleich noch einen Frontlader mit und... Ja, das passt. Oh. War bei dir auch gerade ein Rücklach? Ich habe gerade gekauft. Vielleicht kann das daran liegen. Boah, ich hatte gerade 1000 MS Stand bei mir. Na gut, egal. Ich glaube, da werde ich direkt mal meinen ersten Helfer einsetzen. 5, machen wir 6. Das tut zwar meinem Geld weh, aber ich muss es, glaube ich, machen. Ja, ich hoffe mal, dass ich jetzt noch rechtzeitig komme, um zu düngen. So, wir haben auch schon einiges ausgegeben. So. Ich brauche für meine So, wir müssen ja zum Glück nicht per Hand aufladen. Ach stimmt, ich kann ja auch einfach so ein kleines Capello nehmen. So, ich bin auch wieder gut. Was für ein Ding? Capello. Also von Capello de Quasar 4, F4. Das ist halt auch so ein Schneidwerk für Mais und Sonnenblumen. Ich weiß jetzt nicht, ob ich lieber das nehmen soll. Oder hier gerade so eins mit 5,7 Meter. 22.500, ich glaube. Obwohl, warte mal. 22.500, eigentlich lohnt sich das mehr. Ja, willst du gleich kaufen für Sonnenblumen? Ja. Obwohl, warte, ich warte erstmal, bis hier der Typ fertig ist. Da haben wir hier eigentlich. Also, einmal düngen können wir noch. Ich hoffe mal, dass die Zeit reicht. Nach Möglichkeit natürlich die Straßen benutzen oder Wege. Ja. Mache ich eigentlich die ganze Zeit schon. Ist ja sonst unrealistisch. So, wir weichen jetzt schon von meinem Plan ab. Ich wollte eigentlich nicht diesen Traktor hier kaufen. Aber dann müssen wir eventuell nachher gleich einen Kredit aufnehmen oder in den folgenden Folgen. Sonst geht unser Plan nicht auf. Man auf Blinken und so muss man ja nicht Wert legen. Ja, ich weiß gar nicht, was ich das hier bestellt habe. Mein Blinken.
Bei mir ist Blinken auf 1 und 3 im Nummernblatt. Mhm. Ich mir das hier. So. Oh, bitte, hoffentlich reicht's. Wäre doof, wenn wir da nicht mehr düngen könnten. Oje, das ruckelt und ruckelt. Oje, oje, oje. Ja, manchmal ist es ein bisschen wies. Ballentechnik. Da kommen wir schon direkt zu dem nächsten Teil, was mir die Frage reitet. Ups, so. Wie fährt denn der hier lang? Oh, also mein Helfer ist jetzt nicht gerade sehr schlau. Da muss ich auf jeden Fall. Obwohl. Oh. Oh, okay, ich hab nichts gesagt, Entschuldigung. So, mein erster Helfer ist auch am Start. Der wird jetzt hoffentlich hier rechtzeitig fertig mit Düngen. Warte, dieser DPW ist der mit Autolot? Nee, der ist ohne. Der ist ein Fliegelauflieger. Aber gut, dann können wir uns hier in der Zwischenzeit noch was kaufen. Und zwar diesen hier. Ich fällt das jetzt auf, dass man am Anfang gar keinen hat. Mit dieser Motorvariante, das ist wichtig. Später darauf zurückkommen. So. Ja, komm, dann hab ich mir den. So. Weil wir werden uns. Naja, das hebe ich mir noch für ein, zwei spätere Folgen auf. Dann holen wir uns noch einen Anhänger. Also ich würde mal so sagen, dass der Schott gerade ein bisschen voll ist, aber ich räume ihn gerade schon auf. Also. Ja, ich hoffe mal. Keine Angst. Solange meine Sache. Direkt hier neben mir ist dann direkt deine gespawnt. Anhänger haben wir. Ah, ich wollte noch was ganz Wichtiges kaufen, aber. Doch, ich mach das. Ich kaufe das hier auch gleich. Der hat auch einen. Ja, da kauft er sich hier schon die fetten Sachen, ey. Ja, gar nicht. Ja, das sehen wir schon. Ach so, oh, ah. Okay, du hast Vorrang. Okay, danke, danke, danke. Ja, du hast hier einen kleinen, bisschen kleinen, größeren Traktor als ich. Ja, ich musste mir jetzt schon einen zweiten Traktor kaufen. Okay. Das wäre mein System nicht aufgegangen. Ja, rückwärts fahren mit einem Drehschemel ist halt so eine Sache. Warum hängst du den anderen nicht hinten dran an deinen? Muss ja mehr fahren. Das hast du mich doch schon früher aufmerksam gemacht. Dass ich dich überhaupt aufmerksam gemacht habe, ist schon was. Hallo? Ja, ich komme gerade wieder. Ist ein Challenge und kein Friends Help Friends. So, wir gehen hier natürlich gleich mal aufladen. Warum habe ich. Ah, die Spiegel sind aber weit außen. So, wir machen den Anhänger hier gleich auch voll. Müssen wir hier weiter reinfahren. Ah, jetzt. Ah, oh, jetzt, ja. Schafft es hier wirklich rechtzeitig fertig zu werden? Unkraut ist aus, jawohl. Oh, der hat da unten schon zwei Düngestufen und kann wirklich schon ernten. Aber er erntet auf Erntereife 1. Mikado ist gerade AFK, so wie es aussieht. Also er erntet auf Erntereife 1, das ist nicht so intelligent. Wir werden erstmal, glaube ich, noch die Wiese und so. Muss ich kurz was erledigen. WB. Wir werden, glaube ich, das um das hier noch kümmern, um die Wiese, bevor wir ernten. Um dann natürlich eine höhere Erntereife zu kriegen. So. Und es. Pass ich hier durch? Ach, ja, gerade so. Ups. Düngen hat bei mir wirklich gereicht. Finde ich gut.
So, ah. Der ist voll supi. So, ich spiele übrigens im Moment nicht mit dem Lenkrad. Vielleicht wird sich das die Folgen mal ändern. Hast du ein Lenkrad? Ja, ich habe LS, das LS Side-Take-Lenkrad mit Side-Control. Ach, oh, cool. Gab's zu Weihnachten von meiner Frau. Oh. Können ja mal tauschen. Ja, wobei, zum Aufnehmen und so ist eigentlich mit Lenkrad nicht so toll. Da sitzt man ein bisschen zu weit weg. Ah, oh, so. Also eigentlich reines Luxusproblem. Das ist zu viel Luxus. Gott, ey, mein kleiner Traktor, komm, du schaffst das. Was hast du dir gekauft, ein Valtra? Valtra, ja. Ja, so für den Anfang reicht der ja erstmal hier. Kann man sich ja noch Gedanken machen. Ich muss sagen, ich habe schon 80.000 mehr ausgegeben, wie ich eigentlich wollte. Oh, okay. Also, ach, ich habe noch 300.000 Euro. Also, an meinem Geld liegt es nicht. Ups. Wir haben noch 100, 130 ungefähr. Ist ja ein bisschen weniger. Ja. Fahre ich überhaupt richtig? Ja, fahre ich. Okay, gut. Oh, oh. Valtra, gib jetzt nicht auf. Nein. Ja, hab es gleich geschafft. Ja. Das schafft es, glaube ich. Glaube ich. Ich finde das so mies, dass man einfach trotzdem noch Lohn zahlt, obwohl die gerade stehen und voll sind. Das ist ein bisschen doof. Ach so. Ja, aber die sind ja für dich unterwegs. Naja. Die rechnen halt die Stunden ab. Die sind für mich unterwegs und stehen da für dich. Obwohl, nee, warte mal. Ich weiß, warum der nicht weitermacht. Steht dem sein Schneidewerkswagen im Weg. Oh. Nicht blöd. So, erstmal abhängen hier. Ja, ich lass den mal stehen. So, ja, na toll, jetzt habe ich das direkt im Eingang stehen lassen. Dann kann ich mir noch ein bisschen Equipment kaufen heute. Ja, was? Was? Helfer G hat die Arbeit unplanmäßig beendet. Grund unbekannt. Was soll das denn? Ja, hallo? Boykott läuft. Ja, also so geht's mal gar nicht, Freundchen. Entlassen, entlassen. Einfach so. Ach, schon wieder? Also, ich glaube, es hackt. Ja, manchmal spinnen die ein bisschen. So, ha. Ah, jetzt geht er weiter. Also, das hier ist kein Dedicated Server, sondern es ist, das muss man dann auch mal schauen. Wenn die Lohnunternehmer da sind, dann wird der Anspruch hier natürlich höher. Fast voller Kontakt schon. Ja, ich habe auch schon. Übrigens, warte mal, kann ich... Nee, ich kann nur bei meinen Fahrzeugen einsteigen. Das ist sehr gut. Ja, das haben die jetzt so. Da haben sie sich beim Multiplayer was gedacht. Voll an dem Weg vorbei. Das ist aber hier sehr gut. Oh, ja, ich fahr fast in den Baum rein. Was sie wohl immer noch nicht hingekriegt haben, ist, dass das Laub durch die Fahrzeuge hängt. Ich bin am überlegen, soll ich mir das holen? Das wird sich auf jeden Fall lohnen. Bin am überlegen. So, wir haben noch ungefähr eineinhalb Minuten. Eineinhalb Minuten, ja. Ja, toll. Ja, ich habe jetzt die ersten paar Minuten, die wir Probleme hatten, nicht mitgerechnet. So, da sind wir mal schnell 100.000 Euro
Los geworden. Oh, von Riddler. Ich will es gar nicht ein wissen. Paar Riddler. Ach Gott. Ja, immer wenn ich im Shop bin, habe ich das Gefühl. So, jetzt muss ich gerade mal gucken, ob ich mir das noch leisten kann. Ja, das geht. Ohne Kredit. Ohne Kredit kannst du es gerade so leisten. Ach so, nee. Oh, verdammt. Jetzt habe ich genau den Fehler gemacht. Das will ich nicht. Aha, die ersten Tausender. Ja. Ah ja. Er holt sich hier schon mal. Nee, nee, eben. Die ersten Tausender habe ich schon verbrannt. Verdammte Axt. Das ist mir schon mal passiert. Ich habe es nämlich getestet und die zwei Mehrwerke, die kann man nicht zusammenschließen. Ha, stimmt. Ja. Das kann man ja nicht zusammenstecken. Das kann man ja nur bei den... Das kann man nur bei den Pöttingern. Ja, das ist mies. Das ist mies. Ja. Das ist richtig mies. Weil ich fahre gerne mit Butterfly und dann auch noch gleich mit Schwader. Da spart man sich nämlich ein bisschen was. Ich verrate hier jetzt meine Tricks. So, Oh, bisschen schwer vorne. Das war's aber dann von der heutigen Folge. Ja. Challenge hier. Wir sehen uns dann morgen wieder. LS19 Challenge. Zwei-Sternhof. Ja, stimmt, Zwei-Sternhof. Aber danach gehört doch dieses Challenge. Genau. Das weiß ja keiner hier. Zwei-Sternhof-Challenge. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, Like, Abo oder Kommentar. Und ja, bis zur nächsten Folge. Am besten ein Like da. Bis dann. Ciao. Tschüssi.